Bochum. Dort haben die Bayern ja in den letzten 9 Jahren nur einmal verloren. Die Frage war, heute ohne Kapitän Augenthaler, konnte Udo Lattek das verkraften? Und was macht der VfL Bochum, der ja auch viele Verletzte zu beklagen hat? Mein Kollege Karl-Heinz Fest war im Bochumer Ruhrstadion und fasst die Höhepunkte für Sie in etwa 8 Minuten zusammen. In der Tat, Augenthaler wurde besonders verletzt bei der Deckung der Bayern, die im Dunkel von rechts nach links spielen. Es gab von der ersten Minute an Unsicherheiten in der Deckung mit Nummer 5, Bayer Lorzer, der als Libero den Platz von Augenthaler eingenommen hatte. Wir sind in der 3. Minute, 30.000 Zuschauer. Es regnete beinahe permanent, der Boden und auch der Ball waren glatt. Die erste Prüfung für Pfaff durch Kreh mit einem Weitschuss aus etwa 30 Metern. Bochum bestimmte das Spiel, obwohl mit Kempe, Fischer, Knüwe und Bönninghausen auch bei den Gastgebern 4 wichtige Spieler fehlten. Mit Nummer 11 Kunz aus 30 Metern und da rutscht der Ball ins Tor. Stefan Kunz, sein 8. Saisontor, ein knallharter Schuss, so ähnlich wie es vorher Kreh demonstriert hatte. Pfaff litt wahrscheinlich darunter, dass der Ball nass war, bei trockenem Wetter hätte er ihn womöglich gehalten. Er war mit der Faust am Ball und er rutscht wahrscheinlich an der Faust vorbei über die Linie. 1:0 also für Bochum in der 10. Minute. Von den Münchnern gab es im Angriff sehr, sehr wenig zu sehen. Kögel wurde von Oswald an die Kette genommen. Hoeneß von Kreh gut gedeckt. Er bekam kaum ein Bein auf die Erde und ganz selten einmal sah man solche Szenen. Ein Ansatz eines Dribblings von Kögel, Foul von Oswald. Freistoß für die Bayern. Solche Dinge erledigt Lerby. Das ist Trondheim, der eine glänzende Partie lieferte als Schiedsrichter. Und da springt Zumdick am Ball vorbei. Auch das ein Indiz, dass die Spieler, vor allen Dingen die Torleute, unter dem nassen, glitschigen Boden und nassen, glitschigen Ball litten. Eckball Hoeneß. Und das war die große Möglichkeit für Eder zum Ausgleich. Aber Zumdick macht seinen Fehler von vorhin wieder weg. Ja, es gab Bayern-Fans, etwa 800 bis 1000 hatten den Weg nach Bochum gefunden. Was sie sahen, waren permanente Angriffe der Bochumer. Schnell und direkt. Das war Kunz, der hier von Flügler gefoult wird. Es gab insgesamt 3 gelbe Karten für die Bayern. Winkelhofer, Hartmann und Bayer Lorzer. Kreh. Das ist Klaus Fischer. In der nächsten Woche soll er wieder fit sein und mitspielen. Die Bochumer Zweikampfstärke, und sehen Sie sich diese steilen Pässe an, die auch meistens den Mitspieler finden. Schulz und Leifeld, 19 Jahre alt, im letzten Jahr spielte er noch bei Preußen Münster in der Amateuroberliga. Mit 3 Zügen die ganze Bayern-Deckung auseinandergespielt. Die Flanke öffnet und Leifeld, der noch Bundesliga-unerfahrene Amateur, hat hier Pech. Die Bayern wirken matt, ideenlos. Sie wurden ganz klar an die Wand gedrängt in der ersten Halbzeit. Kunz, schön angespielt. Schulz verpasst. Und dann wieder einer der ganz seltenen Bayer-Angriffe kurz vor der Halbzeit. Und da hat Hartmann gleich die Schussmöglichkeit, ein Tor zu erzielen. Er macht das gut, der Ball wird abgefälscht. Und das war Glück für die Bochumer. Das hätte der Ausgleich sein können. Ja, es gibt auch Fans in der DDR und die Bochum-Fans drüben können bis jetzt mit ihrem VfL zufrieden sein. Zweite Halbzeit, Matti kam für Hoeneß. Und Matti ist es auch, der hier gleich in der 47. Minute eine gute Möglichkeit vergibt nach diesem Freistoß von Eder. Aber wer geglaubt hatte, die Bochumer würden jetzt an Kraft verlieren, ihre Angriffe würden weniger gefährlich, der sah sich getäuscht. Foul von Hartmann an Kunz, gelbe Karte. Wie gesagt, Trondheim ganz hervorragend, aufmerksam, sicher in seinen Entscheidungen. Obwohl diese Szene von den Zuschauern nicht bejubelt wurde. Sie fordern Elfmeter. Was hat Pfaff gemacht? Wir schauen uns noch einmal die Zeitlupe an. Freistoß von Lamek.
Und da stößt er Leifeld um. Und dann auch noch Wölk. Das ist in der Zeitlupe nicht mehr zu sehen. Vielleicht der einzige Fehler des Schiedsrichters in dieser Partie. Lerby versuchte, seine weiten Pässe zu schlagen. Bisweilen gelang ihm das auch. Hier setzte Hartmann ein. Wenn überhaupt die Bayern-Stürmer gefährlich waren, dann war es noch Hartmann mit seinen wenigen Schüssen, die ganz knapp am Tor der Bochumer vorbeigingen. Aber die Gastgeber hatten noch Kraft für Konter. Das ist Schwabel. Und die sahen dann etwa so aus. Leifeld und Kunz waren immer wieder vorne zu finden. Leifeld auf Kunz. Schuss aus 14 Metern und da macht Pfaff seinen zweiten Fehler. Das mag wieder der glitschige Ball gewesen sein, aber alles kann man nicht damit entschuldigen. Der Ball hatte die Linie überschritten, 2:0 in der 59. Minute. Ein klassischer Konter, schön vorbereitet von Leifeld, dem jungen Amateur, der den Ball genau in den Lauf von Stefan Kunz legt. Ein paar Schritte noch und aus 14 Metern durch die Hände von Pfaff rutscht er über die Linie, 2:0. Der 9. Treffer von Kunz. Und dieses Spiel ging weiter. Fruchtlose Bayern-Angriffe. Die wurden dann bald abgefangen und gekontert. Wie hier. 2, 3 Züge. Und das ist wieder Leifeld, der 19-jährige Amateur, Ex-Amateur. Diesmal versucht das allein, obwohl Kunz wieder wartet. Und auch das hätte beinahe ein Tor geben können. Bochum führt noch 2:0. Etwa eine Stunde gespielt. Wilmer kommt jetzt für Schwabel. Und Lerby ist es immer wieder, der es versucht. Flügler. Aber das war so ziemlich die letzte Bayern-Chance in der zweiten Halbzeit. Und es spielte nur eine Mannschaft und das war der VfL Bochum. Lamek. Leifeld. Nachtwey, Hartmann, aber das wurde nicht viel. Inzwischen war Kühn beim VfL Bochum in die Mannschaft genommen worden für Wegmann. Die Deckung stand und die weiten Schläge nach vorn fanden immer wieder einen der schnellen Stürmer. Das ist wieder Kunz gegen Bayerlorzer. So etwa die 80. Minute. Benatelli. Kunz ist da und das ist das 3:0 in der 90. Minute. Sein 10. Saisontor. 3:0 das Endergebnis. 3 Tore eines Mannes, aber der Sieg einer Mannschaft, würde ich sagen, die heute begeisternd kämpfte und spielte. Ein absolut verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Noch einmal dieses Tor zum Abschluss und dann zurück zu Wilfried Luchtenberg nach Köln.